Elon Musk macht es schon wieder. Erst im letzten Jahr hat er Mark Zuckerberg zu einem Kampf herausgefordert. Ein 1 gegen 1 im Kolosseum in Rom und die Einnahmen dadurch sollten alle gespendet werden. Nur daraus ist ja jetzt nicht so wirklich was geworden. Elon Musk hatte nämlich immer wieder neue Ausreden, warum es jetzt erstmal noch nicht funktioniert. Nur Elon Musk will diesen Käfigkampf, aber halt mit jemandem als Gegner, wo er auch eine Chance hat. Und jetzt kommt das Ding. Auf dem iPhone wurde vor kurzem eine neue Apple-Sport-App rausgebracht. In manchen Ländern sieht man dann die wichtigsten Ergebnisse vom Sport in einer App zusammengefasst. Und Elon Musk will in dieser App sein. Er fordert also den über 10 Jahre älteren Chef von Apple, Tim Cook, zu diesem Käfigkampf heraus. Und seine Forderung ist, wenn er gewinnt, soll er als Sieger des Duells auf der Startseite dieser Apple-Sport-App zu sehen sein. Es gibt aktuell natürlich noch keine Infos dazu, wann oder wo so ein Kampf stattfinden wird. Oder ob Tim Cook sich da überhaupt drauf einlässt. Er ist immerhin 63 Jahre alt. Und ich sage euch ganz ehrlich, so sehr ich diesen Kampf auch wirklich gerne sehen würde, ist das hier nur ein Aprilwitz. Schönen 1. April euch!